So, und ich hoffe, es klappt jetzt endlich. Ich habe das jetzt gerade schon hier 5000 Mal wieder versucht, wie immer. Herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing-Video. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Das Ganze wird in 720p leider nur sein, weil ich das so ein bisschen tricksen muss. Hin und her, einmal hier mit der Webcam und dann gleich noch mit dem Mobiltelefon, da ich ja hauptsächlich eigentlich die Let's Plays mache und dieses Unboxing-Gedöns will ich einfach mal ausprobieren. Und deshalb habe ich da jetzt keine großartig super duper teure Kamera für. Ja, wir machen das einfach gleich mit der Handykamera. Ich werde gleich das Video switchen. Das heißt, es wechselt einfach zwischenzeitlich dann auf die Kamera und dann zum Unboxing der Loot-Chest. Sollte ich vielleicht auch sagen, dass wir die Loot-Chest hier auspacken vom Februar jetzt 2016. Die ist vor ein paar Tagen gekommen. Ich bin schon sehr, sehr aufgeregt. Ich halte das Ding gerade mal hier so. Warte mal, wir können sie ja schon mal zeigen. Oh, schwer! Hier, da, siehst du. So, das Ding werden wir gleich zusammen auspacken. Ich bin schon sehr gespannt. Also, gut, wir wechseln mal kurz hinüber. Bis gleich! So, Freunde, und da sind wir zurück hier bei dem Unboxing der Loot Chest vom Februar 2014. Ich mache hier gerade mal den Fokus so ein bisschen rein. Ich hoffe, man versteht mich auch mit dem Handymikrofon. Ich muss das nämlich ziemlich nah an mein Gesicht halten, also eigentlich müsste es möglich sein. Ja, wir fangen einfach mal an. Ich habe das Ding schon ausnahmsweise mal hier außen aufgemacht. Nee, weil ich wollte gucken, ob da vielleicht noch eine andere Verpackung mit drin ist, weißt du, so eine schicke Box und so weiter. Ist es allerdings nicht. Das heißt, ja, wir machen das Ding jetzt auf, spart uns dann so ein bisschen die Aufpackarbeit und natürlich geht das Ding jetzt nicht auf. Es war so klar. Hallo? So, in der Zeit kannst du dir da mal die Katze angucken. Hallo, Katze! Nee. Wir wollen ja hier. So. Wir klappen das Teil mal auf. Und was sehen wir? Wir sehen, da ist der T-Shirt drin. Das hier. Loot Chest Geek Subscription Box. Okay. Vom Februar. Also ich habe hier diese Loot Chest Plus, nennt sich das, glaube ich. Also da ist noch irgendwie so ein extra Item mit dabei. So, wir können mal gucken. Mad Max T-Shirt, cool. Feature Channel, Fanny LP. Aha. Vielleicht sollte man es auch draufhalten. Mehrere Dinge gleichzeitig tun, das ist einfach hervorragend. Das kann ich ganz besonders gut. So, okay. Das wäre das. Wir fahren das mal so ein Stückchen hier zur Seite. Und was springt uns als erstes ins Auge? Dieses schicke T-Shirt, das nehmen wir mal raus. Es ist Größe S, meine gewählte Größe. Ich bin recht dürre. Und das müsste dieses Mad Max T-Shirt sein, ne? Also ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe Mad Max nie gespielt. Und ich muss zugeben, ich habe noch nicht mal die Filme gesehen. Also ich habe den ersten mal irgendwann angefangen, aber bin dabei immer eingepennt. Ich bin wirklich eingepennt dabei. So, das T-Shirt. Was haben wir weiteres? Wir haben. Ach, geil. Ach, geil. Cool. Wir haben ein Family Guy Bierglas. Das ist ja lustig. 320 Milliliter. Das ist ja witzig. So, da kommt schon die andere Katze an und will gucken, was wir hier machen. Da ist er, der gute Peter. Was? Ladies Man? So, das stellen wir mal hier hin. Und ich stehe mal gerade auf, dann ist das einfacher. Guck, da ist er. Der Kleine. So, was haben wir hier weiteres? Was ist das? Mittelerde. Es ist eine Hobbit-Postkarte. Postkarte. Alles klar. Huch, der blöde Fokus. Das Ganze ist, wie gesagt, 720p. Ich glaube, man wird Probleme haben, das hier alles zu erkennen. Wir legen das mal hier zum Kater. Guck, da kannst du schön gucken, Katze.
So, es geht weiter. Was ist das? Eine Green Lantern Sparbüchse. Ja, es ist eine Sparbüchse, das ist ja cool. Das ist einfach nur total cool. Also, meines Erachtens nach, ich bin, glaube ich, hier zur Hälfte erst durch. Es lohnt sich total, also hier sind super coole Sachen drin. Das legen wir da hin. Es ist so ein bisschen hell, ich glaube, ich hätte mich... Ist auch doof. Wir lassen es einfach so. Weiter geht's! Was haben wir da? Es ist eine Sammelmünze. Eine Star Wars Sammelmünze. Eines Flametroopers. Auch da muss ich zugeben, ich habe den neuen Star Wars Film noch nicht gesehen. Tja. Ich habe so ziemlich alle neuen Star Wars Filme noch nicht gesehen. Die alten ja, die neueren noch nicht. Bis auf, ich glaube, Episode 1, den habe ich gesehen. Den alle so schlecht fanden. Ich fand den damals cool. Ich war da, glaube ich, 2 oder 3 Mal sogar im Kino. So, es geht weiter. Pop Rocks, Popping Candy mit Cola-Geschmack. Mhm. Pop Rocks kenne ich noch von früher. Ich glaube, nee, waren das diese Fußlutscher, die man da irgendwie in diese Brausepulver-Gedöns reintun konnte? Ich glaube, das war das. Aber die kann man, glaube ich, einfach so sich in den Mund stopfen. Legen wir mal hier daneben. So, es geht weiter. Wir haben einen Deadpool-Comic. Gibt es ja jetzt auch den Kinofilm. Auch noch nicht gesehen. Es ist einfach schlimm. Ich sollte öfters rausgehen und auch mal ins Kino gehen. Können wir mal hier gucken. Return of the Living Deadpool. Letzte Warnung. Cool, cool. Den legen wir da so hin. Und ich glaube, jetzt kommt noch was richtig Cooles. Wenn ich das hier rausbekomme. Es sieht so aus. Was ist das? Assassin's Creed Unity. Ja, das sehe ich. Mitarbeiterhandbuch. Fallakte 44412. Okay, Arno Dorian. Abstergo Entertainment Mitarbeiterhandbuch. Ist das wie so ein... Dreh das gerade mal um. Ist das wie so ein Artwork-Dings? Artwork-Buch? Eingeweihter. Hierbei... Abstergo Entertainment wird Geschichte zum Erlebnis. Unsere Arbeit bereichert nicht nur das Leben der Menschen, sondern offenbart uns auch von der Zeit vergessene Wahrheiten. Allerdings mussten viele unserer Analyten feststellen, dass das Erforschen dieser Erfahrung nicht einfach ist. Diese Unterlagen repräsentieren die Arbeit des ersten Analysten, der sich dem Fall von Subjekt 44412 widmete, Arno Dorian. Während der blutigen Tage der Französischen Revolution erfuhr Dorians Leben zahlreiche düstere Wendungen. Doch die Erinnerungen und Entscheidungen, die er traf, sind gänzlich die seinen. Bislang hat sich Dorian als einer der größten... Die ist eure Chance, euch zu beweisen. Ich glaube, das ist so ein Artwork-Buch. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist dieses Bonus-Item, was man erhält, wenn man dieses Lootbox Plus wählt. Ja, cool. Das lasse ich, glaube ich, sogar... Ich glaube, ich lasse das Ding sogar zu. Ich werde das jetzt nicht aufreißen und da reingucken. Ich glaube, das lassen wir einfach zu, denn ich habe so das Gefühl, das könnte irgendwann irgendwie nochmal vielleicht Sammlerwert haben. Keine Ahnung. Wir stellen das Ding mal... Ich drapiere das hier mal so ein bisschen. Moment. Jetzt sieht man hier meinen Arm und... Ich muss sagen, einhändig ist das Ganze gar nicht so leicht. Komm schon. So, ach, kack. Machen wir das so und dann das hier so und dann können wir nochmal die Übersicht hier machen. Ja, nett. Hat sich echt gelohnt. Also ich finde das eine richtig coole Sache. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses erste Unboxing-Video gefallen. Wir machen dann hier auch Schluss. Und ja, das nächste Mal sehen wir uns dann im März, denke ich, wenn die nächste Loot-Chest hier ankommt. Und ich sag, habe ich Lootbox gesagt eben am Anfang?
Ich weiß es gar nicht. Ich bin verwirrt. Also, ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao!